Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Alessvis. Heute in dem Video zeige ich euch einen Make-up-Look, einen festlichen Make-up-Look, den ich komplett nur mit Drogerieprodukten schminke. Ich hoffe, ihr freut euch und wir legen gleich los. Ich starte mit einem Primer, der von L'Oreal ist, und zwar heißt der Lumiglotion True Match. Den habe ich zwar in Amerika gekauft, aber ich probiere den auf jeden Fall für euch zu finden. Alle Sachen, die danach kommen, verspreche ich euch, bekommt man in Deutschland ganz easy, aber als Primer wollte ich unbedingt den haben, weil ich auf jeden Fall Glow brauche. So, danach kommt auch schon die Foundation dran. Infallible 24 Stunden Fresh Foundation und ich trage sie in der Farbe 220 Sand. Die Foundation gefällt mir wirklich gut. Die hat eine schöne Deckkraft, also eine sehr gleichmäßige, aber gleichzeitig auch nicht eine nicht zu starke. Also der Glow darunter von dem Primer kommt immer noch schön durch und trotzdem sieht es insgesamt alles schön gleichmäßig aus. Also gefällt mir super gut. Als Concealer habe ich hier einen ausgepackt, den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Perfect Match in der Farbe Vanilla, auch von L'Oreal. Und ich hoffe, dass es mir nicht zu hell, auf jeden Fall zu hell, weil ich war ja jetzt in der Sonne fast einen Monat. Also nicht die ganze Zeit in der Sonne, weil wir hatten leider keinen Sommer in Sydney, sondern Frühling zu der Zeit, wo ich da war. Trotzdem habe ich ganz gut Sonne abbekommen und meine Haut hat sich auch ein bisschen gebräunt. Und ich finde, das geht gerade eigentlich ganz gut. Die Textur ist sehr leicht von dem Concealer. Also der lässt sich super schnell verblenden und der ist auch so ein bisschen fast wässrig, würde ich sagen. Also falls ihr trockene Stellen habt unter den Augen, dann kann ich euch den Concealer wirklich empfehlen. Fand ich gerade richtig gut. Und danach werde ich meinen Concealer ein bisschen setten, weil es glänzt gerade etwas zu sehr für meinen Geschmack. Dafür, dass es unter dem Auge ist, natürlich auch durch das künstliche Licht, wird das Ganze noch mehr betont. Vor allem die Stellen hier unter dem Auge sind bei mir sehr vertieft. Und wenn man das nicht settet, wird es durch den Glanz noch mehr betont. Deswegen mattiere ich das ein bisschen ab. Und ich habe hier ein Puder von RCMA. Das gibt es jetzt nicht direkt in der Drogerie, aber das kann man online bestellen auf Amazon. Und gar nicht so teuer. Deswegen habe ich gedacht, kann ich das trotzdem nehmen. Und ich öffne das und hier ist schon ein bisschen was dran. Deswegen nehme ich mir schon was vom Deckel ab und klopfe das so unter mein Auge. Danach bronze ich mein Gesicht, highlighte und blushe und ich liebe diesen Part, weil ich finde, das macht so viel aus in der ganzen Gesichtsform. Es wird alles so mehr plastisch, sage ich mal, und kommt alles mehr zusammen und sieht viel besser aus auch. Und hier habe ich zwei Paletten ausgepackt, die ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Zum einen, das war wirklich mein Mega-Favorit ganz lange, von Trended Up eine Palette Face Contouring Set heißt die. Hier habe ich auch schon Hit the Pan auf jeden Fall bei den beiden Farben, was ein sehr gutes Zeichen ist, weil ich habe kaum Produkte, wo das passiert ist. Und eigentlich ist hier auch ein Setting Puder, aber ich habe das Lose gerade ein bisschen besser gefunden, ein bisschen passender. Die beiden Töne sind auch der Hammer. Dieser Ton ist ein bisschen mehr aschiger. Den kann man super gut zum benutzen, um die Kontur zu setzen und den Bronzer, um die Kontur so ein bisschen zu verblenden. Und das werde ich auch machen. Für die Kontur nehme ich einen Pinsel von Zu Eva. Leider muss ich sagen, was Pinsel angeht, in der Drogerie gibt es immer noch keine, die mit denen aus dem Douglas mithalten können oder beziehungsweise die von Zu Eva sind für mich die allerbesten. Und ich gehe mit dem in diesen aschigeren Ton und gehe hier direkt unter meinen Wangenknochen mit einer ganz leichten Hand. Also drückt nicht zu sehr drauf, sondern wirklich haltet den Pinsel am besten ganz weit hinten. So liegt er euch wirklich sehr locker in der Hand. Und dann könnt ihr hier hinten konturieren. Meine Wangenknochen sind schon von alleine so ein bisschen ausgeprägt. Deswegen sehe ich genau, wo der Schatten fällt und dort betone ich das Ganze nochmal. Falls ihr ein etwas runderes Gesicht habt, dann könnt ihr das, wie man das schon kennt, ne? Einfach so einen Fischmund machen oder euch am Ende des Ohres orientieren und so eine Linie denken bis zum Mundwinkel. Hier ungefähr sollte auch die Kontur sein. Und wenn ihr sie verblendet, so immer leicht nach oben damit gehen und nicht nach unten. Danach nehme ich einen größeren, etwas fluffigeren Pinsel und gehe in den Bronzer hinein und werde jetzt hier den Wangenknochen oder beziehungsweise da drauf so ein bisschen aufwärmen und die Kontur,
den aschigen Ton so ein bisschen verblenden. Und ich muss sagen, das Gesicht schminken, Gesicht vorbereiten ist wirklich mein Lieblingspart. Mag ich viel mehr als Lidschatten. Danach nehme ich auch schon einen Highlighter. Und einen Highlighter und Blush nehme ich aus dieser Palette. Und zwar ist es die Rival de Loupe Young Palette. Three Steps Palette. Perfect Tone. Und hier, das ist eigentlich auch eine super schöne Palette, denn hier gibt es einen Bronzer, einen Highlighter und einen schimmerigen Blush. Und ich starte mal mit diesem schimmerigen Blush. Vielleicht wird mir das ja auch schon reichen. Und dazu nehme ich auch einfach den gleichen Pinsel, den ich gerade für den Bronzer verwendet habe. Und das gebe ich hier vorne auf meine Wange auf. Hier muss man auch vorsichtig sein mit dem Schimmerblush, denn hier sind natürlich auch die größeren Poren, die man vielleicht sieht. Und durch das Schimmer wird es natürlich noch betont. Ne? Deswegen, falls ihr vielleicht größere Poren hier habt und sie nicht gerade betonen möchtet, dann benutzt lieber einen matten Blush. Und ich merke zum Beispiel auch gerade, dass ich meine Poren mehr sehe sogar als vorher oder als sie überhaupt sind, weil ich sie jetzt mit diesem Blush betont habe. Aber ja, ich lasse das jetzt mal so. Und dann gehe ich nochmal in den Highlighter rein und gebe den hier auf die höchste Stelle von meinem Wangenknochen und etwas unter die Augenbraue, also in so einem C. Dass der Highlighter auch hier ist, ist ganz wichtig. Also nicht nur hier, sondern dass die Verbindung hier auch ist. Das finde ich zum Beispiel auch sehr schön. Und als nächstes können wir unsere Augenbrauen machen. Hier mein allerliebstes Holy Grail. In den letzten Wochen bin so froh, dass ich das entdeckt habe, ist einmal Brow Pomade von Maybelline Tattoo Brow Brow Pomade. Ich habe das hier in der Farbe Light Blonde. Ich benutze das nur noch seit über einem Monat, wirklich jeden Tag, immer wenn ich mich schminke, benutze ich das. Ich liebe die Konsistenz, es ist so schön irgendwie cremig weich. Man kann das super gut auf die Augenbrauen auftragen und ich habe auch für mich endlich herausgefunden, wie ich meine Augenbrauen am besten hinbekomme, wie das für mich am besten funktioniert. Und zwar mit der Brow Pomade und zwar auch mit dieser und auch die Farbe finde ich richtig gut, weil es so schön aschig ist. Und deswegen liebe ich das und kann mir echt nichts anderes vorstellen. Vielleicht noch eine andere Augenbrauen-Pomade. Aber mit der bin ich gerade super happy. Und wie ihr gerade sehen konntet, kämme ich alle beide Augenbrauen erstmal nach unten, um einfach die obere Kontur zu betonen. Aber ich zeichne nicht zu sehr drüber. Ich will nicht, dass es so zu künstlich wirkt, sondern ich ziehe eigentlich nur da eine Linie, wo meine Härchen sowieso wachsen. Ich verbinde sie sozusagen. Und wenn ich das gemacht habe, kämme ich alle wieder nach oben und mache das Gleiche von unten. Von unten aber mit einem kleinen Unterschied. Also ich fange von außen an nachzuzeichnen, sage ich mal. Und nach vorne hin gehe ich nur noch mit dem Rest. Und hier brauche ich keine so eine Linie, sondern also keine, die man richtig sieht, sondern das soll ganz leicht fast unsichtbar sein. Deswegen gehe ich hier nur mit dem Rest vom Produkt und nicht nochmal in den Topf. Aber hier außen darf es ruhig schön präzise sein. Und fixieren werden wir unsere Augenbrauen mit dem Brow Colorist von Catrice. Semi-Permanent Brow Mascara. Und das war gerade so das erste, nachdem ich gegriffen habe. Und damit kämme ich nochmal meine Augenbrauen durch. Und dann hätten wir auch schon den Lidschatten. Und für den Lidschatten habe ich eine Palette von Love ausgesucht. Die habe ich euch, glaube ich, noch nie gezeigt. Die habe ich mal bei einem Event bekommen. Und das ist wirklich auch schon etwas länger her. Aber die Palette ist wirklich so schön. Ich habe auch gerade online gecheckt. Die gibt es auf jeden Fall noch. Und wir werden einen schimmrigen Look machen. Of course. Hallo. Winter, Weihnachten, Silvester und so weiter. Natürlich muss Schimmer und Glitzer her. Deswegen werde ich das auf jeden Fall benutzen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, ich werde mich auch tatsächlich auf diesen roten Glitzer-Schimmerton fokussieren. Diesen schimmrigen Ton werde ich auf jeden Fall mit meinem Ringfinger auftragen, auf meinen beweglichen Augenlid, weil das immer einfach am besten funktioniert. Und guckt euch das mal an. Ich war gerade einmal kurz mit dem Finger drin und es reicht mir gerade für das gesamte Augenlid. Unfassbar. Wow. Ich bin ein Love-Lover nach wie vor und es wird doch immer so bleiben. Genauso wie Catrice. Ich liebe es. Ich liebe die Marke. Ich liebe die Leute, die dahinter arbeiten. Vor allem auch in dem
PR-Team, auf den Events, auf denen ich immer bin. Ich liebe das wirklich. Und vor allem, das ist einfach hier aus Frankfurt. Das ist so krass, wenn ich in Amerika immer bin und oder irgendwo im Ausland, wo es eben auch Catrice gibt, dann gucke ich immer drauf und da steht überall so Frankfurt-Sulzbach drauf und ich denke so, das ist bei mir um die Ecke und ich stehe gerade in Amerika und habe das in der Hand. Mega cool, wirklich. Okay, dann nehme ich nochmal aus der Trended Up Palette diesen kühlen Ton, um einfach den Übergang hier oben etwas zu verblenden. Und dafür nehme ich so einen ganz fluffigen Pinsel und verblende das hier einfach ganz leicht. Und ich muss gerade wirklich sagen, ich liebe es, wie es aussieht. Und vor allem, wie schnell das ging. Und es ist einfach nur eine Lidschattenfarbe, weil die so aber intensiv ist und pigmentiert und eigentlich eine gute Dunkelheit hat. Reicht es auch schon. Wirklich wichtig ist noch, hier diesen Übergang zu verblenden. Und dann war es es auch schon. Und als Mascara, meine lieben Freunde, benutze ich heute keine geringere als die Telescopic Mascara von L'Oreal. Die bekommt man auf Amazon und die ist einfach der Shit. Das muss ich jetzt einfach mal so ganz ungeniert sagen. Die Mascara ist der Hammer. Mein Begleiter seit Wochen. Die ist, also ich weiß nicht, ich kann nicht genug schwärmen. Eins meiner Riesenfavoriten in diesem Jahr. Übrigens wird es auch noch natürlich Jahresfavoriten-Video geben für Make-up, für Beauty, aber auch für andere Kategorien. Und ich hatte in diesem Jahr wirklich so viele schöne Mascaras entdeckt. Ich weiß gar nicht, welche ich dann nehmen soll am Ende. Das wird wirklich sehr schwer werden. Es soll gesagt sein, dass diese ganz weit vorne mit dabei ist. Das wären auf jeden Fall die Augen. Und wisst ihr was? Ich werde keine Wimpern aufkleben. Ich finde, das ist gar nicht notwendig. Gefällt mir super gut. Und von unserem Highlighter haben wir natürlich unter der Augenbraue auch genug Highlight. Also somit wäre eigentlich das Augen-Make-up auch schon fertig. Wir machen weiter mit den Lippen. Und für die Lippen habe ich einen Lip Liner von Essence in der Farbe Lovely Frappuccino. So, und ich habe auch ein bisschen reingezeichnet. Übrigens, eine sehr, sehr schöne Farbe benutze ich super oft. Sieht auch sehr schön aus, falls ihr einen Nude-Lippenstift habt, der heller ist als dieser, als der Lip Liner. Wenn man so einen leichten Ombre-Look hat, sieht das super schön aus. Mal gucken, wie mein Plan jetzt aufgeht. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Lippenstift von Maybelline, den habe ich auch schon ewig nicht mehr benutzt, von Color Drama in der Farbe Nude Perfection. Und das ist so ein Lippenstift zum Spitzen. Was meint ihr, passt es gut zusammen? Das Einzige, was eigentlich nicht passt, sind meine Fingernägel, muss ich gerade gestehen. Aber sonst gefällt mir das echt super gut. Auch die Lippen finde ich schön damit. Es ist so kühl und warm irgendwie zusammen kombiniert, aber passt auch ganz gut. Und für einen festlichen Look, finde ich, ist es auch absolut tragbar, ganz einfach. Ihr wisst ja, ich bin kein Visagist, ich bin kein Profi. Ich zeige euch meine Make-ups so, wie ich sie gerne für mich umsetze, so wie ich das einfach kann. Und es müsste aber eigentlich auch einen Vorteil haben, denn es ist eigentlich immer so relativ einfach, dass es auch jede von euch nachmachen kann. Ich hoffe auch, dass ihr das einfach nachmachen könnt. Und ja, ich bin insgesamt wirklich super happy mit dem Look. Ich hoffe, dass er euch auch gefällt. Übrigens, falls ihr euch für meinen Pulli interessiert habt oder so, den kann ich euch sehr gerne in der Infobox auch verlinken und auch die ganzen Produkte kann ich nochmal aufzählen. Aber wie gesagt, bekommt ihr alle in der Drogerie. Ein paar Sachen, die man auf Amazon bekommt, kann ich euch natürlich auch sehr gerne verlinken. Und ja, das war's dann mit dem Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch sehr fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi!